Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir spielen den Battle Royale von Call of Duty, um uns mal erst ein Duell zu machen. Und dann mal zu testen, wie es ist. Wir werden mal so drei Ründchen spielen. Wenn das zwischen Runden zu lange dauert, bis es startet, werde ich die rausschneiden. Aber ist für uns beides jetzt das erste Mal. Ist aktuell ist kostenlos. Ihr könnt euch das runterladen. Ich spiele das Ganze mit den Roberto. Okay. Ich wundere für diese krassen Hintergrundgeräusche, das ist meine Xbox, die überhitzt sich gerade gefühlt bei dem Spiel. Battle Royale. Das ist cool. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Alter, das Gas breitet sich schnell aus. Begib dich in die Sicherheitszone. Warum nicht lieber hoch zu Quarry? Steuerkreuz oben kannst du markieren. Wo? Ja, Militärbase ist halt, ich würde sagen, wenig Leute, viel. Okay, ich weiß nicht, wie schnell die Zone ist. Aber es sieht echt cool aus, muss ich mal sagen, mit der Karte. Also. Das ist erst später abspringen, ich glaube, das ist wie PUBG. Ich weiß es nicht, wir müssen es ja erst austesten. Ich bin abgesprungen. Ich hab mich besser gefühlt, mach meiner einen Sturzflug hier. Ich mach jetzt. Ich auch. Vor mir ist jemand. Da. Ziel gesichtet! Ich versuche mal weiter links zu den Häusern zu gehen. Bin unterwegs. Ich hab markiert. Ich geh dahin. Bin unterwegs! Fahren wir zurück mit einer Pistole. Okay. Okay, rutschen ist keine sinnvolle Idee. Ey, wenn ich den falschen Ort ziehe, ist es herrlich. Alter, ich bin frei. Komm. Besser. Ich hab einen. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier aufhebe. Ich hab einen K.O. gemacht. Nein, Pfeffer, ich seh nichts. Rüstung anziehen. Ich bin tot. Der Typ hat mich mit einer Raketenwaffe weggeholt. Oh Mann, ich wusste nicht, dass man genockt ist. Ich hätte ihn noch finishen sollen. Erhältst du die Freiheit? Du kannst den Feind verspotten, während du wartest. Lol, ich bin im Gefängnis. Aber Steine sind besser. Besser. Ich bin im Gefängnis. Ich muss jetzt ein 1-1-Duell machen, der Gewinner kommt frei. Du wirst bald dort. Jetzt bist du dran, mach dich bereit. Wenn ich den Duell nicht erst ein Duell gewinne, und du kommst zurück an die Front, doch wenn du verlierst, war's das. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat! Ich hab's geschafft! Ich darf wieder entlassen werden. Ich komme, Robert. Okay, das ist echt geil. So eine Second Chance ist das. Ist bei dir jemand? Ja. Bei mir gegenüber vom Haus, du bist neben mir. Ich brauche was mit der Waffen. Oder allgemein Stuff. Feindliche Drohne über uns! Ich brauche gerade die Zelte, in denen du schon mal warst. Und dann hast du die Zelte komplett leer gemacht, oder? Ja, ich habe alles schon mal angeschaut. Ich habe einen. Wir müssen den finishen. Ich sehe ihn. Ich bin gefinisht. Erledigt! Ah, ich werde angeschossen. Oh scheiße, da ist noch einer. Ach Mann. Ich höre die nicht kommen, das ist mein Problem. Ich bin jetzt komplett draußen. Kannst du mich nur mit Geld wiederbeleben?
das den Robot machen, denn der Robot macht das gut. Nur kommt. Ja, eine Sekunde. Beschäftigt. Ich höre Steps bei dir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade warst. Nee. Aber ich höre sie nicht, aber ich. Dann erzählen Sie mal, Herr RBU Sturm, wie ist denn so Ihr erster Eindruck zu dem Warzone Battle Royale? Ich finde den nice, ich finde den erstmal witzig, aber mal gucken, wie weit ich komme. Also ich bin gespannt, wie er sich nachträglich spielt, bis jetzt bin ich halt die ganze Zeit nur weggeholt worden, lächerlich. Also das ist jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, aber mein Eindruck ist, wenn du zu Beginn des Spiels stirbst, gibt es so eine Zwischensequenz, wie du ins Gefängnis gebracht wirst mit anderen Spielern und da musst du dich freikämpfen. Und wenn du das überlebst als Spieler, dann bist du derjenige, der wieder belebt werden darf. Okay. Du musst aufpassen mit der Zone, die ist gleich da. Kann man hier irgendwo was kaufen? Ja. Womit kann ich dich freikaufen? Mit Wiederbelebungstacken. Warte, ich glaube, es kostet 4500. Ja, es kostet 4500. Wiederbelebungskit ist das? Genau. Bei mir. Oder so, ich weiß nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Wiederbelebung. Das musst du mich wahrscheinlich noch an meiner Leiche wiederbeleben. Jetzt geh nochmal zum Leiche. Ich weiß nicht, was du sie jetzt siehst. Los, hilf mir hoch! Ich lag bei dieser großen Hackerhalle. Der zeigt mir halt nichts an mit dir. Rechts war ich rechts war die Lagerhalle. Du musst es irgendwie im Inventar noch nutzen. Ja, was schon mehr. Ja, genau. Die Zone kommt. Ich soll jetzt nochmal dahin, steht bei mir. Nee, das ist, weil ich es markiert habe, deswegen. Ja. Geh sonst nochmal zu meiner Leiche. Ich lag bei der Lagerhalle. Ich weiß auch, wie viel Schaden macht diese Zone. Da links müsste ich liegen. Ich hab eine Gasmaske. Nutzt sie ja ganz schön schneller. Ja, oder? Also instant tot. Ja, das schaffst du nicht. Nicht, wenn du jetzt ein Fahrzeug findest. Okay, dann verlass mal. Ich bin im Gulag. Bist du im Gefängnis? Ja. Okay, dann kannst du es noch schaffen. Dann warte ich. Ich sehe dir gerade so zu. Sekunden hast du, glaube ich, kämpfen. Kommst du voll so wirklich Schaden, ne? Pass auf, die Schrotflinte ist mächtig auf Fernkampf. Sag knapp. Easy Game, Digga, der hat keine Chance mehr. Der ist einfach ein Zombie, Digga. Komm einfach wieder. Geh am besten gleich zum Stadion wegen der Zone. Die Zone bewegt sich in einer Minute wieder. Kann ich denn irgendwie ranzoomen? Okay, ich bin unterwegs. Ah, jetzt kann ich auch die Sachen sehen, wenn man ranzoomt. Rechts von dir gibt es einen Auftrag.
Bist du gelandet? Ich bin tot. Ich bin ja komplett tot. Wenn du das zweite Mal stirbst, bist du komplett tot. Oder dir ist jemand, oder? Nee, nicht. Vielleicht ein Stückchen Dreck. Wenn man unsicher. Ah! Es nervt, dass ich zugucken muss, wenn ich mitspiele. Kennt man diese Map? Ist es nicht aus Ghost oder so? Das Stadion? Gab's da nicht so eine Ghost-Sequenz? Wenn Ghost das Spiel war mit dem Hund? Also, was ich sagen muss, was mir nicht gefällt, das ist, dass man zu Beginn des Spiels eine Pistole hat. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Ich wurde beim Flugzeug, ich bin gelandet und der Typ hinter mir, der es nicht geschafft hat, so weit nach vorne zu fliegen, der hat mich instant in den Rücken geballert. Und das ist, was ich nicht so mag. Und wenn der Weile gerade ausläuft, dann gibt es ein Auto hinter dir. Kannst du mal einen Auftrag aufheben, für wir wissen, wie das aussieht? Kann ich denn das pingen? Ich kann den das nicht pingen. Hinter dir liegt ein Auftrag in der Stadt. Wir sind noch nicht vollständig. In der Sicherheitszone sammeln. Ich kann dir nur die Vorratsstände wieder anzeigen für die Wiederbelebung für mich. Ich werde mal so lange kurz das Spiel mal ein bisschen leiser machen, weil es ganz schön laut ist. Oder nee, warte, ich mach's einfach so in der Aufnahme das leiser. Oh, ich werde wiederbelebt. Robert, ich wurde von dem Teammate wiederbelebt. Ach, du fällst gerade bei mir. Ja. Krass, du bist bei mir gelandet. Ich will ja auch bei dir landen. Ich fahre. So, liegt nicht zufällig eine Waffe? So. Ne. Ich würde ungern mit dem Auto fahren. Weil es ein bisschen laut ist. Ja, lass aber zur Zone, lass mitten in die Zone gehen, weil da können wir uns dann abseifen. Ich fahre. So, absetzen. Ich fahre mit. Und drin. Drive-by. Lass uns noch unseren Teammate holen. Oh Gott. Unser Teammate. Willst du nicht überfahren? Ich gebe als Mitfahrer Deckung. Ich hab Geld, wenn du Geld brauchst. Ich kann nicht bezahlen, Robert, oder bring mich hier raus. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Das Spiel, das sind 150 Spiele auf einer Map. Waren wir hier schon raus? Ja. Lass mal weitergehen. Und dann links rechts. Und dann weiter geradeaus. Da hinten ist ein Wagen gewesen. Wollen wir kurz looten? Ich habe nur eine Pistole. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Hier liegt was. Oh, ich habe einen Sniper gefunden. Das ist natürlich genau das. Natürlich hat er sich die Sniper. Ah, natürlich habt ihr mir die Munition weggestealt. Wollen wir mal kurz hier irgendwie auf die Gegner warten? Rechts! Noch? Ja, ich würde warten. Eine fucking Sniper. Ich quickscope die jetzt einfach. Bam! Geh doch noch da oben. Bin unterwegs! Ich habe nur 5 Kugeln, weil irgendeiner von euch hat mir die Sniper-Munition weggestohlen. Ich brauche Großkaliber-Munition. Bin unterwegs! Mein Telefon klingelt. Ich bin gleich wieder da. Kaliber hier. Bin unterwegs. Feinde sind hier. Ich habe mich vertan. Großkaliber hier. Er hat Großkaliber fallen gelassen für dich. Du verlierst dann Boden. Ich musste gerade meinen Wecker ausschalten, weil mir gerade geklingelt. Es stimmt, mit Doppelsticken zu rennen. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen.
Gibt's denn nicht so ein richtiges Inventar, dass ich weiß, welche Waffe ich gerade ausgerüstet habe? Ah, das ist eben Mode-Taste. Ich nehme aber die MP hier. Bin unterwegs! Wir machen das schon. Es leben zwar noch 37 Menschen und 21 Teams, aber wir machen das schon irgendwie. Ich kann mir nicht in jedes Haus rein, oder? Geht's zu schützen? Das ist halt alles schon glühend. Was ist denn das eigentlich auf der Karte? Hier ist ein Kopfgeld auf der Karte. Wird mir angezeigt. Ich will das mal kurz auf. Aber nicht wo. Kopfgeldziel aktiv. Sofort ausschalten. Ich soll diesen Typen umbringen. Dann bekomme ich 4200 Cash. Ich soll Sully ausschalten. Siehst du meine Markierung, die ich bekommen habe? Nee. Ich seh jetzt, wo Sully steht, und den soll ich ausschalten. Ach, in den letzten 3 Minuten. Komm mit. Wenn du das ja. Da oben war gerade ein Nebel auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob das von der Bombe ist. Ich weiß, dass Sally in diesem Gebäude ist. Lass in die Zone gehen. Ja, nur gut. Sollen wir das jetzt noch schnell machen? Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass er in diesem Gebäude irgendwo ist. Kannst du mir pingen, wo? So, es kommt ein paar Luftanschläge. Ich hätte nicht erwartet, dass er so viel Schaden macht. Muss ich ehrlich sein. Bin getroffen! Stehe unter Beschuss! Überleben, mir nach. Du lebst noch, steh auf! Wir haben Glück, dass wir diesen Teammate haben. Sonst wären wir schon längst tot. Er kommt, er kommt. Vor uns! Digga, ich bin so schlecht im Game. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Ich bin. Der Team macht einfach alles. Hilfe, ich verblute. Du wirst es überleben. Mir nach. Ich habe genug Geld, um dich wiederzubeleben, Robert. Wir machen das. Ich nehme deine Waffe, okay? Ne, Mann, das ist voll. Das kann ich nicht machen. Eine legendäre Karte. Digga, du bist wie ein Random, Digga. Mein Loot, aber ich sterbe. Ja, ich hab noch nicht einen Kill gemacht. Ja, ich auch nicht. Doch, ich hab schon 3 Kills. Kannst du mal die nächste Station markieren? Das breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Ich will auch mal einen Kill machen. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Der Typ, der ist einfach gut. Wie viel Kills einfach hat. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Nice. Schildgeschütz hatte dabei gehabt und alles. Gegner sind hier oben auf dem Dach. Ich weiß auch nicht, wie man da hochkommt. Aua. Hast du mich gerade erschrocken?
Wir sind in die Zone. Die Zone schließt sich. Das Gas breitet sich aus. Hier links soll ein Feind sein. Sie sind hier! Und hinter mir. Nein, bei mir ist ein Gegner. Ich bin nicht tot gekommen. Der hat zu viel geschluckt. Du hast angeschossen. Der ist irgendwo eben gerade mit dem Fallschirm gelandet. Ja. Unter mir. Hey, wir sind Platz 9. Lernt aus dieser Niederlage. Versagen ist ein weiser Lehrmeister. Vorwärts, so noch richtig Damage. Also ich krieg's auch in die P gerade. Ah, ich habe 2 Kills gemacht. Also, hallo? Okay, Robert. Sag mal, deine erste Runde, wie war die so? Naja, du willst locker nochmal spielen. So kann ich das nicht auf mich sitzen lassen. Ich bin zwar die ganze Zeit nur am Sterben gewesen, aber naja. Okay, dann würde ich sagen, ab zur nächsten. Ich sag dir, wir machen 3 Runden, machen wir. Und dann, ja, mal gucken, wie Runden sterben werde. Bestimmt 5-mal oder so noch. Ich bin halt nur am Sterben gewesen die ganze Zeit. Das ist ja lästig. Ich bin ja echt froh, dass wir unseren Teammate hatten, sonst wären wir schon längst tot gewesen. Wir halt die ganzen Squads auseinandergenommen haben. Und wir liegen da auf dem Boden einfach so, ich bin genockt schon wieder. Guck mal, du bist jetzt Level 9, ich bin jetzt Level 57. Ja, gut. Das, was ich schon bemängeln muss, das ist das Inventar, muss ich sagen. Mir fehlt irgendwie, dass ich sehen kann, welche Waffe ich gerade ausgerüstet habe. So. Ich hatte halt eine Pistole in der Hand gehabt und wollte gerne wissen, ob die andere Pistole auf dem Boden liegt, besser ist oder nicht. Und ich weiß es halt nicht, weil es gibt irgendwie kein Vergleichsmenü oder so. Ich glaube, da kommt es dann wirklich nur auf die Erfahrung des Spiels an, dass du weißt, welche Waffe automatisch besser ist. Macht euch warm, solange ihr könnt. Der Einsatz beginnt bald. Du markierst wohl lang, okay? Diesmal. Ich weiß gar nicht, wer der Anführer ist. Ich fliege nur ganz gemütlich mit dem Fallschirm. Oder dem Map ein bisschen. Schluss mit Aufwärmen. Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet. Ich weiß jetzt schon, dass mir dieses Intro mir irgendwann auf die Eier gehen wird. Oh, da stehe ich. Außer nicht fliegst du was. Muss es dich nerven mit diesem Lagen vor der Fresse? Oh, ich bin schon wieder. Okay, Soldat, markiere. Wo ist denn die Zone? Okay. Ich bin mal dafür, dass wir hier hinten nur so abspringen. So etwas. Ich kümmere mich darum. Ignoriert das Letzte. Bei Lambe? Ja. Wir brauchen einen Fahrer. Dort wo bist du eigentlich? Ich spring ab. Okay. Da. Aber nicht da, wo ich markiert hatte. Markier, wo wir abspringen. Er markiert selbst und springt woanders ab. Du hattest da in der Nähe markiert. Ich hab Lambert markiert. Also ich bin auf der komplett anderen Seite der Map als du. Ja, ich bin schon von
So macht's ja Spaß. Okay, ich glaube, ich habe schon einen kleinen Trick gefunden. Wir kommen zu dir. Wir kommen gleich zu dir. Wenn ich bis dann noch lebe, hier landen mehrere Teams. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Komm schon. Oh, dieses gedrückt halten zum Augen, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich will wissen, ob ich, das würde ich so gerne ändern. So, einmal kurz Rüstung. Ich muss danach, wenn ich mal tot bin, dann mal in die Einstellung gucken, ob das ändern kann. Das gefällt mir echt nicht. Also ich habe schon mal Geld. Ich bin schon mal glücklich. Schnappschussgranate. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Das Kopfgeldziel auszuschalten. Vor. Ich markiere mal dieses Auto. Markiere ich mir denn nochmal was? Ping? Wie ping ich denn was? Ach so. Wir brauchen einen Fahrer. Ich versuche dann mal in deine Richtung zu kommen. Was ist denn mit dem Teammate passiert? Das tut anscheinend. So, schnell abhauen. Weißt du, ob es hier auch Waffenaufsätze gibt? Hast du schon was gesehen? Nein. Ich bin der Fahrer. Versuch zu dir zu kommen. Robert, lass uns hier treffen. Geh rein. Bei meiner Markierung. Okay. Ich bin unterwegs, habe mir das Auto und habe mir ein Auto genommen. Wahrscheinlich das langsamste. Dir mal eigene Markierung zu setzen. Ja, ich musste. Ich konnte nicht weiter, Digga. Ich glaub nicht. Such du aus. Du bist Anführer. Er landet auf der komplett anderen Seite der Map. Deine erste Markierung war dort, da hast du dich unentschieden. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab gar nichts markiert. Ich hab dann was der andere. Ich hab noch nachgeschaut. Das Gas nähert sich dir. Ich dachte, das wäre der. Das weißt du. Ich aber nicht. Weißt du, ob hier Gegner sind? Oh, hier sind Gegner. Money. Ah, okay. Wenn du Aufsätze haben willst, Kisten sind die haben Aufsätze dran. Okay, wohin als nächstes? Na, wir sind eigentlich schon mittendrin, wir können halt ein bisschen hier rumlooten, würde ich sagen. Was macht denn das Taktikherzschlag? Weiß ich nicht. Auftrag gescheitert, die Zeit ist abgelaufen. Also ich hab so einen Radar auf dem Taktikherzschlag. Totenstille. Ich hab einen Mod gefunden, eine Fähigkeit, dass ich jetzt stealth rumlaufen kann. Wir sind in der Sicherheitszone, auf Feinde aufpassen. Da war schon mal jemand. Ich mache auf die andere Straßenseite, zur Kirche. Da gibt es einen Auftrag. Ich bin jetzt nur für den Nahkampf ausgerüstet. Ich habe eine MP, eine schallgedämpfte P90 und eine Schrotflinte. Das liegt eine Rüstung. Ich kann keine mehr tragen. Aufklärung, Position sichern. Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sichern.
Wollen wir zur Position gehen und die sichern? Das ist halt eine Aufgabe, die ich bekommen habe. Komm, lass sie machen. Ja, dann mach. Ich bin halt hier. Position sichern. Also ich finde 150 Spiele, das sind echt viel, ne? Mir kommt es hier vor, als würde ich gerade ein Open World Spiel spielen. Ist ja teilweise so. Aber ist lustig, finde ich spannend. 800 Cash. Okay, ich sichere den Bereich. Tür geht nicht zu, okay. Ist halt echt langsam, ey. Ich sichere mit, aber bin halt außen. Auftrag abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Cash und XP. Nächster Auftragsbonus 40%. Meine Schrofen des Levels. Hier ist jemand! Oben auf dem Dach sind welche. Ich hab den, ich hab einen genockt. Ich hab dich! Out. Gut. Schützt nicht mehr. Muss mal kurz Rüstung anlegen. Boah, das kam echt unerwartet, ey. Dass plötzlich auf dem Dach welche sind. Ich guck grad nicht hin. Oh, ich deck mal hinter uns ab. Ich sitze einfach mal hier in der. Ich sitze einfach mal taktisch hier dran mit der Shotgun und warte. Oh! Alter. Ich sehe ihn. Das sind zwei. Hab einen genockt. Wir könnten jetzt rushen. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Habt ihr jetzt gekillt? Ich hab einen getroffen. Ich hab ihn. Ich hab beide. Oh, das ist ja cool. Man steht echt schnell in dem Game. Ich hab eine Tarnung freigeschaltet. Hast du Schild für mich? Nee, gar nicht. Wir haben nämlich keine Schilder. Ja. Ist schlimm. Plünderung. Ich markiere mal was. Ich will mal wissen, was hier ist. Gibt's eine Art Plünderung? Ich hab hier was gefunden, falls jemand das braucht. Lass weitergehen, looten. Ich brauche eine Rüstung. Da Gegner bei mir. Ja. Oh. Geh mal. Ziel gesichtet! Der ist draußen. Deine Rüstung ist fast gebrochen. Der ist hinterm Boss. Bin unterwegs! Ich glaube, dort ist einer. Der ist dort. Der kommt dir entgegen. Ich hab ihn genockt. Ich weiß nicht, wo sein Team ist. Aus meiner Seite sehe ich keinen. Ich hab ihn gefinished. Kannst du runterkommen? Ja. Molotov-Smash, lieber aber alles auf. Hier liegt noch eine Gasmaske, falls du noch keine hast. Das Gas nähert sich dir. Das ist Geld liegen, was du das hatte. So. Oh, ich habe eine mobile Deckung gefunden. Achtung, du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Ich werde von einem Team verfolgt. Ich auch. Ich habe bei mir selbst. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feinde aufpassen. Ich habe bei mir rechts in mir Schritte gehört. Oh Gott, da ist ja auch noch eine Tür. Du wirst gejagt, okay. Okay, dann würde ich sagen, lass hier in das Auto abhauen.
Und dann einfach zum Krankenhaus fahren. Okay. Sätze davon. Da, rücke vor. Ich fahre. Ich bin Mitfahrer. Machen wir deine Markierung weg. Das verwirrt mich sonst nur noch. Ah, ist echt spannend, muss ich sagen. Ah, ich sehe sogar links, wie groß die Bedrohung ist, dass du gejagt wirst, wie nah die Gegner sind. Das war bei uns auf 2 von 3. Kannst du das auch sehen? Ein bisschen sicherer als vorher. Ich sehe deine Markierung, ja. Ich meine deine Bedrohungsleiste. Bin unterwegs! Ja. Bin unterwegs! Wenn uns hier rausmanövrieren. Bin unterwegs! Ah, vergesst es! Ah, hab's geschafft. Ah, vergesst es. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich noch zum Krankenhaus will, muss ich ehrlich sein. Unvorstellbar, dass es sehr gut geworden ist. Lass mal dem anderen das Haus. Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Das wird sonst nichts. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Hier wurde schon mal gelootet. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Muss aufpassen, ich weiß nicht, ob jemand ist. Soll ich mal vorgehen, weil du ein schweres MG hast. Das dauert bei der Menge, bis du schießt. Ich habe eine Shotgun. Na gut. Hier geht's wieder aufs Dach. Ist noch mal MG-Muni. Okay, safe auf das Dach. Du bist sicher, du hast die falschen Verfolger abgehängt. Ich bin den Verfolger entkommen, hab das Geld gekriegt und XP. Hm, sehe ich, hab ich auch bekommen. Wir können hier wieder rein in das andere Haus, ne? Und hier liegt noch Stuff, also ich das mal aus. Hier liegt noch Stuff. Totenstille, Sturmgewehr. Ah, ich bräuchte einen Sniper, ich würde gerne snipen. Oh, hat der gedacht, hast mich gerade todes erschrocken. Das Gas breitet sich aus. Unten fährt ein Auto. Ich würde mal kurz gucken, ob es noch was gibt in diesem Haus. Ich komme gleich wieder. Oh, Rüstung. Oh. Wir sind im Kreis. Macht euch bereit. Oh, noch für mehr den Rüstung. Kampf. Oh, Scharfschützenmuni. Wie setze ich eigentlich die Gasmaske auf, wenn es soweit ist? Das macht automatisch. Okay. Sieh da hinten welche? Unterwegs! Ich bin aber schon getroffen. Ja, ich will mit dem Flugzeug fliegen. Okay, wollen wir mal hier rüber in das Haus? Ich rücke vor. So weiter looten, dass du auch noch eine Rüstung findest. Ich würde gerne erstmal hier oben bleiben. Okay, dann. Keine Ahnung. Und wir die Übersicht vorbehalten. Wir müssen aber auch bald weiter, weil wir nicht mehr in der Zone sind. Ja, aber das ist ja die Grenze. Ich will, dass die zu uns kommen, dann haben wir einen Vorteil. Weißt du? Ja, ich schau trotzdem ein bisschen nach. Ja, müssen wir uns diesen Vorteil fallen. Eine Kiste. Die Schrotflinte, da hab ich schon. Jetzt wieder ein Schild. Geld. Hier liegt Rüstung. Panzerung. Du brauchen kannst. Hier liegt noch mehr Rüstung. Kommt mal Panzerung. Ich bin das Treppenhaus runtergelatscht. Hier ist noch mehr Rüstung. Panzerung. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ja, ich such doch.
Ich werde angeschossen. Oh, der liegt auf dem Dach, wo ich drauf wollte. Auf der Markierung. Hier auf dem Vordach liegt jemand. Aber lass weggehen, die Zone macht uns sonst fertig. Ich versuche mal hinten das Auto zu holen. Hast du Rüstung, um dich zu reparieren? Nein. Wie gesagt, die haben mich doch gefangen, der Gegner. Ich fahre. Ich würde auch mal gerne was kaufen. Die haben sehr viel Geld. Lass mal zum Supermarkt. Wenn ich hier woanders. Was bin ich hier? Kurz reinschauen. Wo ist denn der Markt? Ah, hier draußen. Oh, über uns. Ich kaufe das mir mal. Luftanschlag. Oh, Panzerbundle. Das würde ich dir raten zu kaufen. Wo bist du? Ich heile mich gerade. Ich setze mir gerade die Rüstung an. Wiederbelebungskits. So. Ich habe jetzt mal einen Bombenanschlag gekauft. Gucken, wie es ist. Ich habe hier Watomando zurück. Lass uns versuchen, in dieses Rücke Haus zu kommen. Können wir? Ja, okay. Hier ist sogar jemand oben drinnen in dem Haus. Uns geduckt vorgehen. Sitzt von vorne ein. Autsch. Ich glaube, sie wissen es wenigstens. Hier oben ist einer. Der letzte Einsatz geht gleich los. Beeilung! Das Gas verbreitet sich. Schnell gehabt. In die neue Sicherheitszone. Also unter uns sind jetzt auch Gegner. Ich habe einen Bombenanschlag zu uns geschickt. Bleib mal drinnen. Ich habe einen Bombenanschlag auf unsere Position geschickt. Weil wir uns da von den Gegner sind. Ja, ich deck ab. Einschlag, kein Erfolg. Niemanden habe ich getroffen. Ist der Herzschlag neben uns? Richtung 210 ist der Herzschlag. Er ist weiter distanziert. Ich bin oben. Nur oben. Nur noch 25 übrig. Gut, weiter so. Was hinter uns auf? Er ist tot. Oben ist frei. Ein bisschen weiter, Robert. Die Zone schließt sich. Ja. Der Rotorstrom. Abgas breitet sich aus. Ist da eine Richtung? Lass weiter in der Zone. Können Sie dann nachher abfangen? Nicht im Kreis seid, ist Eile angesagt. Dort. Wo waren die? Echt schnell, das die ganzen Schilder. Die waren direkt hinter mir. Oben auf dem Dach. Ich hab ihn genockt. Ich hab ihn getötet. Komm mal erstmal. Er ist komplett tot. Warte, hier noch kurz die Kiste. Komm her, zu mir. Oh, liegt ein Sniper. Scharfschützengewehr. Nenne mich. Hinter dir? Hinter mir. Hab ihn. Lass mal hier rüberlaufen, alles aufzuheben. Oh, der hat eine legendäre Truck noch. Oh, die Zone pass auf. Das Gas verbreitet sich. Welche geben, schnell welche in die neue Sicherheitszone. Ich werde eine Schutzweste brauchen. Da. Oh, jetzt hab ich dir alles abgelegt. Kann ich das irgendwie einzeln fallen lassen? Ah ja, hier, Robert. Rüstung. Ich hab dir zwei Stück fallen gelassen. Dankeschön. Dann lass hier weiter. Lass hier hoch. Lass uns das nächste Haus gleich gehen, weil wir sind nicht in der Zone. Ja, hier oben, aber können wir von hier hoch runter springen, egal, ich bin oben. Ja, ich glaube nicht. Gleich in das nächste Haus. Das schließt sich immer schneller.
Ich habe noch eine Stunde noch im Notfall, falls ich langsam vorgehen muss. Das Gas kommt. Mann, die Dächer sind jetzt alle gleich groß. Das ist echt deprimierend. Hier unten. Da unten. Kontakt! Ja, guter Schuss. Pass auf, Süden. Im Süden snipen sie. Bin unterwegs! Genau im Süden. Ich gehe mal wieder rein ins Haus. Ich kann hier nichts ausrichten. Ich habe eine P90. Brauchst du Rüstung? Ja. Ich kann dir noch eine fallen lassen. Die letzte würde ich aber allerdings behalten. Hier. Ich habe den gegenüberliegend gedownt. Das Gas breitet sich aus. Die Sicherheitszone wird verlängert. Auf mich wird gesniped. Ein Sniper am besten nicht mehr. Weil die haben eine bessere Pose als hier. Wollen wir weiter in die Zone? Feindliche Drohne über uns! Drohne von dem? So, vor mir dort. I'm still alive. Das Gas nähert sich hier. Der hat eine goldene, der hat eine legendäre AK, die nehme ich, Digga. Oh, pass auf, hier fliegen Sachen, Alter. Oben über uns, bei mir. Der ist fast tot. Ich heile mich selbst. Okay. Sie sind hier durchgekommen. Haltet euch bereit. Kommando zurück. Lass mal kurz wieder reparieren. Ich lebe nur noch 30 Quarts. Heil dich. Hinter mir, hinter mir. Ich hab ihn. Noch vier Ziele da draußen. Ja, Gas breitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Es ist soweit. Jetzt oder nie. Es lebt noch ein Squad. Die Zone schließt. Da vor mir hier. Ich bin auf der falschen Seite rausgesprungen. Das sind drei Leute. Jetzt hängt Arbeit von dir ab. Erledigt. Ja, das ist halt ein Feiertrupp gewesen. Aber wir sind Zweiter geworden, ne? Oh, wir sind Zweiter. Wir denken an M. Casino. Oh, da sind wir, da stehe ich. Und dann denke. Das ist ja cool gemacht. Das sind wohl die ganzen Spieler, die nach und nach gestorben sind. Das ist wie so ein Film. Das war krass in dem Haus, wo aber wir waren. Schon geil, Digga. Das Spiel macht das echt Fun. Wie viele Kills hab ich denn gemacht? Ist so geil, wenn man die ganzen EP aufploppen sieht. Und dann so zum Schluss diese fette Animation, nur weil du gewonnen hast, Digga. Ich will jetzt nicht so Runde Chicken Dinner sein, Digga. Ich würde gerne wissen, wie viele Kills ich gemacht habe jetzt. Kann ich das noch irgendwie nachträglich nochmal sehen? Oh Mann, wo? Ich habe, glaube ich, echt sau viele Leute gekillt, meinte ich. Ich bin wieder allein. Lass mich okay. Nee, bei mir bist du noch im Trupp. Ich sehe dich neben mir rumstehen. Ja, ich sehe dich neben mich rumstehen. Okay, dann würde ich jetzt die Folge beenden als Fazit. Also ich muss sagen, das Spiel macht echt fett Fun. Es sind 150 Spieler und so fühlt sich das auch an. Also spielt sich voll langsam, finde ich. Es ist nicht so wie in Apex oder in Fortnite, wo man schnell reinrusht. Das ist mehr so wie so ein taktisches Vorgehen. Und es fühlt sich halt auch einfach richtig gut an. Das ist einfach, man stirbt relativ schnell. Das finde ich zwar okay, aber man hält halt auch gewissermaßen etwas aus. Und ich freue mich schon, wenn wir weiterspielen. Ich kann's. Ah, oh, es macht Spaß. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, Digga, jetzt geht das los. Ich freue mich schon auf die nächsten Updates, muss ich sagen. Irgendwie vielleicht mehr Waffen oder so, weil ich finde, es gibt wenig Waffen. Die meisten sind nur legendäre, die du aus Kisten ziehst oder so. Also, was hat euch gefallen? Schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und somit auf Wiedersehen.